Hallo zusammen, schön habt ihr eingeschaltet auf Emma Games TV. Ja, Sommerferien sind vorbei. Bei Gebrünn sind wir auch wieder zurückgekommen. Ich hoffe, ihr habt auch schöne Sommerferien gehabt und sind wieder zurückgekommen und sind wieder in der Schweiz. Hey, Hey! hi, Bro! Schön, Hallo! Ja, Erika! hey, und du, es läuft Ja, alles gut? alles gut, alles gut. Tipptopp, Hallo zusammen. und heute gibt es noch eine kleine Special Emma News Folge. Und zwar, wenn wir so viele Themen haben, ist heute noch der Fabio am Start und hilft ein bisschen aus. Und. Wir haben viele Themen zum Besprechen und das machen wir zusammen. Genau. Und sind Emma News Von für die Woche. dieser Woche. Nintendo hat ein neues Game rausgebracht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber für iOS und Android. Und zwar Dr. Mario World. Das ist eigentlich ein älteres, bekanntes Game, das damals für einen Gameboy rausgekommen ist. Und zwar um was geht es? Man muss so wie ein bisschen, man kann sich vorstellen, im Tetris-Modus, wo so gegen Viren bekämpfen und mit Pillen, einfach an eine andere Reihenfarbung und das Ganze in einer Reihe da, und dann explodiert es. Ja, so. Das Gratis-Game von Nintendo, mir denkt einfach für ein Gratis-Game zockt es ein bisschen zu viel Geld ab. Von der Nintendo Switch wird ein neues Modell rauskommen. Also Modell heisst einfach mit besserer Hardware. Und zwar wird sie eine bessere Akkulaufzeit haben. Etwa so ab September wird sie rauskommen. Und zwar wird sie so zwischen 8 bis 9 Stunden haben. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem Zelda vergleicht und da Vollpower spielt, wird sie jetzt auf dem neuen Modell so 5,5 Stunden haben und wo auf dem alten Modell um die 3 Stunden gsi. Wichtig zum Wissen ist, sie wird einfach so jetzt nachher im September rauskommen, also ohne große Ankündigung. Und zwar in ein paar Ländern ist sie schon draußen, wie zum Beispiel in Australien. Und was man kann schauen kann, wenn man jetzt eine kaufen will, dass man das Modell verwünscht, ist nämlich die Seriennummer, die wird nämlich mit WK angeschrieben sein. Thema Fußball, PES 2020. Gut, es heißt nicht mehr so, sondern es wird heißen eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Wieso eFootball? Ja, sie wollen in die ganze E-Sport-Sparte neu einsteigen. Sie wollen mehr von dem ganzen Kuchen ergattern, Konami mit PES. Und zwar machen sie das mit einem recht grossen Coup. Sie haben den FC Juventus als offiziellen Partner. Das heißt, also das ist mit allen Lizenzen und Recht. Das ist jetzt only PES, also nur Konami mit PES wird FC Juventus vertreten haben. Das heißt, im FIFA werdet ihr kein Original Juve mehr haben, sondern das wird dann dort heißen Piemonte Calcio Club mit einem Fake Logo und Namen, also Teamnamen, aber Spielernamen und Gesichter werden original bleiben. Schade für alle FIFA und Juve Fans. FIFA Cover ist bestätigt worden. Standard-Edition ist der Eden Hazard, der zu Real gewechselt hat. Champions Edition ist Virgil van Dijk vom FC Liverpool. Und Ultimate Edition Zinedine Zidane, wo es legendäres Comeback als Trainer vom Real Madrid gegeben hat. FIFA 20 kommt am 27. September für PC, PS4, Xbox und Switch raus. Ja, da ist er jetzt nun endlich der neue Trailer oder der Trailer zu The Witcher-Serie von Netflix. Und es sieht wirklich düster aus. Monstermäßig, epische Kämpfe, Intrigen und wahrscheinlich auch Sex. Und ja, dann wird es wahrscheinlich in die Richtung von Game of Thrones gehen. Also könnte es sicher mal eine epische Serie werden. Boah, Kollege, hätte ich das gewusst, man hätte eigentlich nur noch Fortnite gegamet und hat meinen Job dafür gekündigt. Weil Fortnite hat ein Turnier veranstaltet in Amerika, wo du hast können immense Summen gewinnen. Und zwar hat ein 15-Jähriger im Duo-Modus haben sie 2 Millionen Dollar gewonnen und der 16-Jährige im Solo-Modus hat 3 Millionen Dollar gewonnen. Hat zwar müssen die Hälfte davon versteuern, aber egal, ist immer noch 1,5 Millionen gewonnen und wirst mit Fortnite einfach so zum Millionär. Krass, Respekt. GTA 5 Casino Diamond. Das Casino ist eröffnet und lädt alle zum Glücksspiel ein. Slots, Poker, Treecard Games und Pferderennen und man kann sogar ein Penthouse mieten, um längere Zeit im Casino Diamond bleiben. Es erwartet einmal so recht viel, was Rockstar da präsentiert hat. Aber wie das so ist, mit Glücksspiel in über 50 Ländern ist es verboten worden, weil man kann zwar mit der Ingame-Währung
Casino spielen, aber man kann auch mit Real Money, also mit echt Geld, dort drin spielen und das ist halt nicht überall egal. Und man kann da sehr viel Geld verlieren. Weil vergessen nicht, die Bank gewinnt immer. EA hat ja an der E3 nichts zu einem neuen Need for Speed gesagt. Obwohl viele eigentlich das erwartet haben, ich ehrlich gesagt auch. Jetzt hat aber ein österreichischer Händler etwas geleakt. Need for Speed hat, sollte dieses Jahr noch rauskommen. Und mal schauen und abwarten bis zu der Gamescom, ob das EA dann auch ankündigt oder vielleicht sogar bestätigt. Und Call of Duty haut nun seine bekannte Editions raus. Und zwar wird es zum kommenden Modern Warfare eine Dark Edition geben, wo ein echtes Nachtsichtsgerät dabei ist, ein Steelbook und digitale Inhalte sind noch dabei. Preislich wird es wahrscheinlich vielleicht 200 Franken oder 250 Franken sein. Und das Ganze kommt natürlich am 25. Oktober raus. Oha, der weltweit wohl bekannteste Streamer Ninja hört auf bei Twitch streamen und hat gewechselt zum neuen Streamingdienst von Microsoft und der heisst Mixer. Das ist ein riesiger Deal, ein Mega-Deal, wo es um sehr viel Cash geht. Und er hat bei der ersten Streaming-Session schon seine Zuschauerzahlen von Twitch geschlagen. Sehr gut. Noch etwas zu Apex Legends. Und zwar wird es vom 13. bis 27. August wird der Solo-Modus kommen. Leider nur in diesem Zeitraum, weil das Ganze ist Teil vom Iron Crown Collection Event. Das heisst, es wird von diesem Zeitraum wird Solo-Modus geben und nur einer kann Sieger sein. Bitte einmal Applaus. Ja, nun ist sie endlich draussen, der Erweiterung, die eigentlich so im Mai rausgekommen ist, nun endlich rausgekommen, und zwar Kataklysmen zu Anthem. Ja, was soll man noch sagen? Die sich darauf gefreut haben und jetzt endlich draussen ist zum Spielen, freut euch. Für alle anderen, Anthem hat es einfach verkackt. Ja, Sony, Nintendo und Microsoft, alle drei zusammen, machen was Gemeinsames gegen Lootboxen. Und zwar in einer Meldung vom ESA-Branchenverband haben sie gesagt, dass ab nächstes Jahr genau mit welcher Wahrscheinlichkeit das Item in einer Lootbox drin ist. Also wenn jetzt das Item angezeigt wird, steht nebenher 60% und zu 60% der Wahrscheinlichkeit wird das Item da drin sein. Ja, es ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber die meisten grossen Publisher haben zugesagt, aber sie beharren immer noch drauf, dass das Ganze kein Glücksspiel ist. Ja, das war's wieder mal von Demo News von dieser Woche. Schön, dass du dabei warst, Fabio. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja. Hat wirklich Spass gemacht, auf jeden Fall. Und vergesst nicht einzuschalten und zu abonnieren bei Twitch, YouTube und Instagram. Genau. Und wir sagen euch mal, merci für's Reinschauen. Und bis zu der nächsten Demo News TV. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.